Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bestimmt so wie mir, dass ihr viel mehr Zeit zu Hause verbringt und dadurch style ich mich auch automatisch natürlich anders. Anfang März habt ihr mich wahrscheinlich nur in Schlabberklamotten gesehen, also wirklich in so richtigen Schlabberhosen und Schlabbershirts, am besten von meinem Mann. Ich finde, wenn man sich so zurecht macht und so Routinen hat am Morgen, also sich irgendwie anzieht, fertig macht, frisch macht, das hilft natürlich auch mental sehr positiv und motiviert zu bleiben. Mittlerweile habe ich aber sowas wie einen Mittelweg gefunden, also bequeme und komfortable Kleidung anzuziehen, die ich den ganzen Tag auch tragen möchte, in der ich mich wohlfühle, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gestylt und die auch alltagstauglich wäre. 7 dieser alltagstauglichen Lounge-Looks sozusagen möchte ich euch heute vorstellen. Natürlich alles nachhaltig oder fair produziert oder beides. Zur Transparenz, dieses Video ist nicht bezahlt, es beinhaltet aber in der Caption Affiliate-Links, die sind erklärt und markiert, sowie PR-Samples, die sind dann auch jeweils markiert, auch in der Caption. Im Outfit Nummer 1 trage ich eine schwarze Schlaghose und eine Wickelbluse. Die schwarze Hose habe ich auf Etsy gefunden, die hat so einen leichten Stretch und auch einen leichten Schlag, ist aber ansonsten sehr eng anliegend, also ich glaube, ich habe Größe M bestellt und sie ist schon sehr tight, würde ich mal sagen. Und ich habe sie auf Etsy gefunden, habe ich lange nach gemütlichen Hosen recherchiert, die so ein bisschen einen Stretch haben, aber auch so ein bisschen eine Struktur, wie eben hier diese gerippte Struktur. Es ist kein nachhaltiges Material, das möchte ich dazu sagen, aber es ist handgemacht von einem kleinen Label in den Niederlanden. Die Wickelbluse ist von Sin Weaver, die hat so einen kleinen, dezenten Kragen und insgesamt so einen kurzärmeligen Kimono-Schnitt, so würde ich es ungefähr beschreiben. Den fließenden Stoff würde ich als blickdicht beschreiben. Ich würde darunter aber einen nudfarbenen BH tragen, keinen weißen oder keinen schwarzen. Und das Material stammt aus Überproduktion, also aus Deadstock-Materialien. Ich trage bei dieser Bluse Größe M zur Orientierung für euch. Ich trage immer irgendwas zwischen S und M. Ich schwanke also oft zwischen zwei Größen und bin 1,77 cm groß. Und bei dieser Bluse ist es einfach so ein bisschen weiter dann der Schnitt in Größe M für mich. Das zweite Outfit ist eins meiner liebsten Outfits. Es wirkt eigentlich sehr simpel, aber ich finde es dennoch irgendwie so ein bisschen besonders, auch wenn es einfach nur ein weißes T-Shirt und eine beige Hose ist. Und zwar habe ich nämlich ewig lang nach so einer Hose gesucht, irgendwie nachhaltig und fair natürlich. Und das war nicht so einfach. Ich habe ziemlich viele so Instagram-Anzeigen bekommen von so einer ähnlichen Hose. Das war natürlich alles Fast Fashion und ich habe mich mega in diesen Style verliebt. Habe aber nichts nachhaltig gefunden oder nichts sofort genauso, wie ich es gerne hätte, weil ich halt genau diese Farbe. Und die habe ich jetzt secondhand auf Kleiderkreisel gefunden. Da habe ich mich einfach ganz lange durchgeklickt, weil ich nicht so richtig einen Suchbegriff habe für genau diese Hose. Und genau, habe eher so komfortable, bequeme Hosen gesucht als Suchbegriff, die Farben und Größen und habe die dann irgendwann gefunden und ergattert. Sie besteht aus einem sehr schönen, weichen, relativ dicken Stoff und durch die Farbe und die Struktur, finde ich, ist die Hose auch alltagstauglich und für mich deshalb nicht nur Loungewear. Und dazu trage ich ein T-Shirt von Armed Angels. Die Basic-T-Shirts von der Marke mag ich generell sehr, sehr gerne, weil die mir einfach sehr gut stehen. Deshalb habe ich das auch in mehreren Farben, ich glaube in 3 verschiedenen Farben. Und ich finde mich einfach, der Rundhalsausschnitt sieht sehr gut bei mir aus. Außerdem ist das in Größe, was trage ich hier, M, relativ eng anliegend bei mir, aber nicht zu doll. Also es ist irgendwie so figurformend, aber eben nicht so tight, dass ich mich unwohl fühle. Überhaupt nicht. Die T-Shirts mag ich sehr, sehr gerne, habe ich unten mal verlinkt. Outfit 3 ist was ganz anderes, und zwar ein Kleid. Kleider trage ich eigentlich nicht so als Loungewear, aber dieses hier ist schon was Besonderes, finde ich. Und da habe ich mir auch was gegönnt, muss ich sagen. Das habe ich mir selber gekauft, das ist auch ziemlich teuer, muss ich sagen, muss ich dazu sagen. Habe ich mir wirklich selber gegönnt. Aber auch, um so ein bisschen die Marke für euch zu testen, denn die ist relativ neu oder auf meinem Radar relativ neu. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube gar nicht, dass sie so neu ist. Auf jeden Fall habe ich die erst vor kurzem entdeckt. In der Recherche für so eine Hose, die ich unbedingt wollte. Dazu auch gleich noch mehr. Auf jeden Fall haben die so schöne Styles. Sie sind jetzt nicht günstig, ist aber auch ein kleines Label, was in Spanien produziert. Und da habe ich dieses Kleid entdeckt. Und das ist so ein Stretch-Kleid. Also ist alles sehr weich und fließend geschnitten und hat auch einen natalienen Stretch. Und auch das Material insgesamt ist jetzt nicht glatt, sondern ihr seht die Struktur, die sich so ein bisschen dem Körper anpasst. Und deshalb eine Figur formt, aber eben nicht eng anliegend ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich mag es halt nicht so sehr, wenn ich ganz enge Kleider trage.
Ich mag es aber auch nicht, wenn ich Sachen trage, die irgendwie so, wie so ein Sack aussehen, sondern so ein gutes Mittelding haben. Und gleichzeitig, wenn sie dann auch so gemütlich sind wie dieses Kleid hier, dann trage ich das natürlich gerne den ganzen Tag zu Hause. Passt dann natürlich beim Kochen auf, da ziehe ich es aus. Es wäre sonst viel zu schade, wenn da ein Fleck drauf kommt. Aber es ist wirklich super gemütlich. Die Farbe ist wunderschön. Ich liebe diese Farbe. Und genau, ist derzeit eins meiner Favoriten. Im vierten Outfit trage ich dieses T-Shirt, was ich hier trage. Ich weiß, ich meinte erst so, ich mag so tiefe Ausschnitte nicht, aber bei diesem T-Shirt von Jan & June, einer meiner Lieblingsmarken, ist das eher so ein bisschen eckig, dieser Ausschnitt. Also ich hätte es jetzt nicht so gut gefunden, wenn es jetzt einfach so ganz rund und tief wäre, der Ausschnitt. Aber genauso mag ich es irgendwie gerne und dann ist das was Besonderes für mich. Und nicht so ein typisches T-Shirt, sondern eher so ein Top. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Vielleicht nur in meinem Kopf. Das T-Shirt besteht aus Bio-Baumwolle, hat wieder so einen gerippten Stoff, den ich immer sehr figurschmeichelnd finde. Und das T-Shirt wurde in Polen produziert unter fairen Bedingungen. Die Hose, die ich dazu trage, ist von Living Crafts. Vielleicht kanntet ihr die Marke auch nicht so. Die hat auch sehr viel Loungewear und sehr viel, ja, so Basics. Und von der Marke habe ich auch einen Pyjama, den ich sehr, sehr gerne mag. Und jetzt eben diese Hose. Und ja, das ist ein PR-Sample, aber alles, was ich sage, meine ich auch wirklich, auch bei PR-Samples. Also egal, ob es bezahlt ist, ob es ein Geschenk ist, ob ich es mir selber gekauft habe, wenn ich euch was erzähle, dann meine ich das wirklich so. Deshalb hoffentlich glaubt ihr mir, wenn ich sage, dass ich die Hose wirklich richtig geil finde. Ich habe nämlich lang nach einer Leinhose gesucht. Das ist eine Leinhose aus Bio-Lein und aus Bio-Baumwolle. Und warum ich die so gerne mag, ist, glaube ich, einfach der Bund. Das ist so simpel manchmal bei mir, aber ich brauche es einfach gemütlich an der Taille, am Bauch oder an der Hüfte. Und das ist manchmal schwierig, eine Hose zu finden, die gemütlich ist. Also die sich gemütlich anfühlt, die bequem ist, aber dennoch nach was aussieht. Also auch alltagstauglich ist und nicht einfach nur so eine Schlabberhose ist. Mir ist die 2 bis 3 cm, finde ich, zu kurz. Also zumindest ohne Schuhe. Ich bin 1,77 wie gesagt. Deshalb habe ich sie nochmal umgekrempelt in meinem Look. Und so, finde ich, sieht sie wirklich sehr stylisch aus. Am Bund hat sie, wie gesagt, so ein Gummiband, was das Ganze sehr bequem macht. Aber gleichzeitig hat sie auch einen Gürtel. Und dieser Gürtel sorgt dafür, dass es so ein bisschen stylischer, ein bisschen alltagstauglicher aussieht. Der Stoff ist, wie gesagt, Bio-Lein und Bio-Baumwolle. Super luftig vom Gefühl her, aber dennoch relativ fest und blickdicht. Das fünfte Outfit ist etwas verspielter und vielleicht auch gewagter, aber ich lieb's. Und das Highlight von diesem Look ist auf jeden Fall dieses Shirt von Brava Fabrics. Das habe ich auch schon mal auf Instagram vorgestellt. Und das Design ist super verspielt mit diesen kleinen Tigern und der Stoff ist super fließend weich. Hat aber einfach durch diesen Schnitt, durch diesen Kragen so ein bisschen was von Büroalltag oder einfach Alltagstauglichkeit. Man fühlt sich auf jeden Fall richtig angezogen, in Anführungsstrichen, wenn man das trägt. Aber es fühlt sich einfach gemütlich an. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich die perfekte Kombi aus schicke Bluse, die aber so fließend weich ist, dass man sie ja auch als Pyjama fast tragen könnte. Würde ich nicht machen bei dieser Bluse natürlich. Dafür wäre sie mir viel zu schade, aber könnte man, so weich ist sie. Ich hätte sie aber, glaube ich, lieber langärmlich und hätte dann einfach die Ärmel hochgekrempelt. Dann ist sie ein bisschen vielseitiger einsetzbar. Ich habe gemerkt, dass so kurze Ärmel sind ganz cool im Sommer, aber dann kann ich sie nicht so richtig im Winter anziehen. Und die Hose ist wieder von AMT aus Barcelona, wie das Kleid. Und auch wieder ein bisschen teurer, wieder eine Investition, wieder etwas, was ich mir gegönnt habe. Aber ehrlich gesagt, bei dem Teil muss ich sagen, ich glaube, ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich erkläre jetzt gleich, warum. Und zwar sieht die Hose richtig, richtig cool aus. Also echt auch. Also das Material gefällt mir sehr. Sie ist vielleicht nicht 100% blickdicht, aber mit Nutunterwäsche geht das schon. Und ich finde auch den Schnitt richtig, richtig cool. Doch, ich muss sagen, ich bin ja 1,77 cm groß. Und ich dachte, das Model Online ist vielleicht auch so ähnlich groß. Und ich habe Größe M bestellt, das Model trägt Größe S und an mir sieht die Hose einfach viel, viel kürzer aus als online. Und ich bin mir gerade unsicher, ob ich die Hose zurückschicken soll und umtauschen soll oder mir einen Gutschein holen soll, damit ich halt das Unternehmen immer noch weiterhin supporte. Aber ja, ich bin mir einfach unsicher und wollte einfach euch mal fragen, wie findet ihr, steht mir die Hose, ist es ein cooler Look, so ein bisschen kürzer als eigentlich zum Beispiel am Model oder so im Lookbook von der Brand? Oder sollte ich es lieber austauschen? Was ist eure Meinung? Ich brauche da ein bisschen Hilfe in der Entscheidungsfindung. Outfit 6 ist so ein richtiges Chiller-Outfit mit Jogginghose und auch eher so ein bisschen für die kälteren Tage gedacht, weil die Jogginghose zum Beispiel relativ dick ist. Die habe ich auch wieder von Living Crafts und die Farbe heißt Pistachio. Und ich glaube, ich mag in letzter Zeit gerne so Eukalyptusgrün, anscheinend auch Pistachio. Das werdet ihr wahrscheinlich öfter jetzt noch an mir sehen, diese Farbe.
und ich mag den Schnitt sehr, sehr gerne. Ist ein bisschen enger, nicht so eine richtige Schlabber-Schlabber-Jogginghose, sondern so ein bisschen enger liegender, aber dennoch gemütlich. Und der Stoff ist, wie gesagt, so ein bisschen dicker. Das Material besteht aus Biobaumwolle und ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich zwischen zwei Größen liege meistens, zwischen S und M. Und auch beim Größenberater online lag ich so ein bisschen dazwischen, habe mich dann für M entschieden. Und ihr seht ja jetzt, die Passform ist so ein bisschen enger, aber dennoch nicht mega eng anliegend. Das Shirt ist relativ alt, das ist von Armed Angels und ich glaube, das ist so 2,5 Jahre alt und ich habe es sehr oft getragen. Und es kommt aber immer wieder zurück in die Kollektion von Armed Angels, auch in unterschiedlichen Farben. Und ich finde es einfach durch das Material, durch diese gerippte Struktur sehr figurschmeichelnd. Also es ist eng anliegend, aber dennoch nicht auftragend. Wisst ihr, was ich meine? Es leiert etwas aus über die Jahre, muss ich sagen, aber mich stört es nicht, weil es am Anfang, wie gesagt, sehr, sehr eng anliegend ist und dann vielleicht ein bisschen ausleiert, aber am Ende ist es ja dennoch immer noch sehr gut tragbar. Ihr seht ja jetzt, wie es aussieht in den Aufnahmen. Die grüne Hose, die ich in dem Look trage, ist auch von Armed Angels und auch wieder relativ alt. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie alt, aber ich mag die so, so gerne, dass ich die unbedingt oder am liebsten auch noch in Schwarz hätte. Einfach, weil sie sehr gut sitzt. Sehr gemütlich sitzt durch diesen Gummibund, aber durch den Schnitt irgendwie schick aussieht und gerade für den Sommer perfekt ist. Ich mag die Länge sehr, 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 sehr gerne im Sommer, wenn sie kurz unterm Knie abgeschnitten ist. Einfach, weil es dann so ein bisschen luftiger ist, aber man dennoch eine Hose trägt, wenn es jetzt noch ein bisschen kälter ist. Und ja, ihr merkt, ich bin so ein bisschen Fan von diesem Schnitt, von dieser Hose. Dann die Bluse, die ich dazu trage, ist von Jyoti Fairworks. Die kennt ihr vielleicht, weil ich sie letztes Jahr genauer vorgestellt habe, als ich unsere Blusenkooperation vorgestellt habe, weil wir haben ja zusammen eine Bluse Design rausgebracht. Die gibt es jetzt auch mittlerweile in verschiedenen Farben. Weil die so beliebt war, ist jetzt auch ein Dauerbrenner im Online-Shop. Also falls ihr die Farben letztes Jahr nicht so cool fandet. Und ja, klickt euch da gerne mal durch. Würde mich sehr freuen. Ist ein Non-Profit-Unternehmen übrigens, Jyoti. Und jetzt zurück zu dieser Bluse hier aber. Die Knopfleiste besteht aus so Kokosnussknöpfen. Und das ist eigentlich eine ganz normale Bluse, wie ihr hier seht, oder so ein Hemd besser gesagt. Und ich trage es aber so ein bisschen geknotet an der Taille, einfach um dem Ganzen so ein bisschen mehr Form zu geben in diesem Outfit. Aber natürlich könnt ihr die auch ganz normal tragen, ihr müsst sie nicht knoten. Ich trage die Bluse in Größe M. Ihr seht, sie sitzt ein bisschen lockerer bei mir, einfach weil ich es gerne ein bisschen lockerer mag und dann eher an bestimmten Stellen, wie gesagt, hier zum Beispiel knote oder enger mache oder einen Gürtel umlege. Und an der Brust sitzt sie einfach sehr gut bei mir. Welches dieser 7 Outfits gefällt euch am besten und wie trifft man euch zu Hause an? Top gestylt oder total im Schlabberlook oder auch irgendwie so ein Mittelweg, wie ich heute jetzt vorgestellt habe? Bei mir ist es mittlerweile definitiv ein Mix aus bequemer Kleidung und alltagstauglicher Kleidung, wie ihr heute gesehen habt. Vielleicht nicht immer so. Es gibt natürlich auch die krass Schlabber-Looks immer noch. Aber genau, ich versuche mir ein bisschen mehr so eine Routine jeden Tag anzugewöhnen. Das hilft mir einfach mental motiviert und positiv zu bleiben. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen und ihr fandet die vorgestellten Looks irgendwie schön. Es war hoffentlich ein bisschen Inspiration für euch dabei. Wenn ja, freue ich mich über Kommentare dazu, über Daumen hoch und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!